So, und hallo ihr Lieben, da bin ich jetzt schon wieder. Ich mache gleich das nächste Video hinten ran. Ihr habt gestern oder vorgestern, je nachdem wann ihr das Video guckt, habt ihr das vom Aquarium gesehen, quasi so wie es aussieht, wenn es mal knapp 2 Wochen lang von mir nicht in irgendeiner Form bearbeitet ist, also sprich die Pflanzen verschnitten und so weiter und so fort. Und das habe ich gestern auch gemacht, an demselben Tag noch, wo ich das Video hochgeladen habe. Und ja, so sieht das dann quasi immer aus, wenn ich das Aquarium bearbeitet habe, also sprich Pflanzen verschnitten habe und so ein paar von diesen grünen Puschelalgen hier rausgepuselt habe und so weiter und so fort. So ist immer die Optik, die ich immer so ganz gerne dann belasse. Ja, und ihr seht es halt hier auch an den Tieren, ne? Die denken jetzt natürlich, es ist Fütterungszeit, weil ich hier vorm Aquarium rumeier, dann freuen die sich immer, mich zu sehen und hoffen immer, dass da was reinfällt, was sie fressen können. Ja, wie gesagt, wird jetzt auch nur ein kurzes Update, weil ihr habt das letztens gesehen. Ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher, ob ich tatsächlich hier im vordergründigen Bereich diese Pflanzen, ob ich die hier so stehen lasse, weil das wächst hier schon immer Stück für Stück, ne? Das verbreitet sich übelst von alleine, fast schon wie Unkraut. Ja, also mit Schneiden, ich komme da noch sehr, sehr gut hinterher. Wie gesagt, ich habe da hier oben so spezielles Werkzeug, sage ich es einfach mal, womit ich dann hier im Aquarium sehr, sehr gut arbeiten kann mit langen Scheren und so weiter. Das geht eigentlich sehr, sehr gut. Und habe halt hier meine 2 Strömungspumpen drin. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja, ansonsten ist das also innen drinne, die Scheibe habe ich schon seit Monaten nicht mehr sauber gemacht. Seit Monaten. Das machen hier alles Onkel Otto, hier diese kleinen Schnuppis. Die kleinen Schnecken, die krabbeln hier links und rechts und überall. Also an den Scheiben, das ist so geil. Ja, ich gucke gerade, ob ich hier irgendwas finde an grünen Algenbelag, was ich euch zeigen kann. Aber tatsächlich, ich finde gar nichts. Das ist halt schon sehr interessant. Also da machen die Schnecken, egal welche jetzt, machen echt gute Arbeit, ne? Auch hier die roten, ich weiß gar nicht, wie die heißen da, diese roten Posthornschnecken, so hätte ich sie jetzt mal genannt. Die haben andere Namen, ich habe mir jetzt gerade vergessen. Die vermehren sich hier auch sehr, sehr gut. Also ich habe schon viele Schnecken drin, also das will ich jetzt nicht abstreiten, das ist schon so. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich wollte hier eigentlich relativ, ich finde das immer blöd, wenn man das sagt, anspruchslose Tiere. Also ich weiß nicht, also ihr versteht, was ich meine. Es sind Tiere und anspruchslose Tiere finde ich immer ein bisschen komisch, wenn man das sagt. Ne? Das klingt immer so abwertend. Es ist und bleibt ein Tier. Es hat halt keine sehr besonderen Anforderungen ans Wasser, sagen wir es mal so. Es muss jetzt nicht wie ein Skalar oder ein Diskusfisch irgendwie 30 Grad Wassertemperatur haben oder andere Tiere, die halt einen ganz besonderen, weiß ich nicht, Kalkwert brauchen, bla bla bla. Das alles gibt es halt hier nicht. Das sind hier Tiere, die sich sehr gut so von den Wasserwerten her vertragen gegenseitig, die sich auch nicht irgendwie den ganzen Tag doof anmachen und irgendwie betatteln und gegenseitig auffressen. Habe ich hier zumindest noch nie beobachtet. Und von der Sache, das meine ich halt, wenn ich so sage, so anspruchslose Tiere, wo du halt nicht irgendwie permanent irgendwas messen musst und tralala. Das, wie gesagt, ich bin da kein Aquascaper in dem Sinne, der da irgendwie als Hobby so richtig viel Zeit reinsteckt. Die Zeit bleibt mir leider nicht, deswegen muss ich hier eine Alternative finden, da ich das Thema Aquarium trotzdem sehr interessant finde und es ist ja ein Hobby von mir, aber jetzt nicht so ein extremes, wo ich jetzt irgendwie schickimicki da wie so ein Japaner, der da durch seinen Garten geht. So extrem ist das bei mir nicht. Ich gucke mir aber gerne solche Videos an, also ganz ehrlich, das ist teilweise auch ein Träumchen. Wie gesagt, es muss aber immer zu jedem selber passen auch, ne? Genau, also an Tieren neu ist hier auch nichts reingekommen. Wie gesagt, das ist hier immer noch so der alte Besatz. Wie gesagt, die orangefarbenen Fische, die Sakura-Garnelen, die Schnecken in allen Variationen. Und dann habe ich ja noch die 4 Wälse, die ich gerade jetzt nicht sehen kann. Gestern ist hier eine irgendwo rumgeflitzt. Aber ja, wundert mich auch nicht, ehrlich gesagt, dass es hier alle so dicht bewachsen. Die werde ich wahrscheinlich nie wiedersehen. Schauen wir mal, ne? Ja, wie gesagt, das als kleines weiteres Update zum Naturaquarium XYZ, was den Tag angeht, da ich jetzt immer noch nicht nachgeschaut habe, von welchem Tag wir hier überhaupt reden. Ne? Keine Ahnung. Also ungefähr 5 Monate muss es ja auf jeden Fall her sein. Ne? Kickt's euch mal an. Herrlich. Ja, so. Das war's erstmal. Mal gucken, wann ich das nächste mache. Das nächste Naturaquarium-Tag, weiß ich nicht, ob das noch vor meiner Operation kommt, da muss ich mal nachschauen und ansonsten hören, sehen und riechen wir uns ganz einfach wieder im nächsten Video, würde ich sagen, oder? Bis bald, dann macht's gut!